Hallöchen, liebe Waifus und Asbendos der Mesomanga, ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zum Attack on Titan Shingeki no Kyojin Gelaber. Kann es eigentlich sein, kann es wirklich sein, ich habe hier den aktuellsten Schuber von Carlsen vor mir, Band 11 bis 15. Kann es sein, kann es denn wirklich sein, dass das mal ein paar absolut großartige Bände waren, ganz ehrlich. Wir reden heute ein bisschen drüber. Ich habe Redebedarf. Ich muss unbedingt diverse Sachen einfach loswerden. So, ich packe das Ganze auch hier mal schön aus. Das seht ihr jetzt natürlich nicht. Ihr habt auch noch keinen Privateinsatz-Manga davon gesehen, weil die alle so ein bisschen ja zeitverschoben rauskommen, weil ich nicht jeden Tag einen Privateinsatz-Manga raushauen will, weil das ist auch für mich too much. So, Attack on Titan. Wow, es ist einfach, also erstens mal bin ich jedes Mal von den Schubern begeistert, weil die diesen unglaublich coolen Manga-Style haben. Also da schon mal auf jeden Fall ein fettes Lob an Carlsen. Das ist richtig genial. Ich muss sagen, mittlerweile bin ich so hooked von dieser Serie, von dieser Reihe, dass ich tatsächlich in Erwägung gezogen habe, die Bände jetzt einzeln zu sammeln und dann einfach mir den Schuber mit dem fünften Band, also es ist ja immer so, es ist 5, 10, 15, es sind jetzt 3 Schuber rausgekommen, dann wird wahrscheinlich auch mit Band 20 der nächste Schuber kommen und ich hoffe, dass es auch noch so weit geht, denn mir ist was aufgefallen und zwar Attack on Titan ist ja ein Phänomen. Kann man ja so sagen. Es ist ein Phänomen, das weitaus über die Grenzen der Otaku in Anführungsstrichen und der ganzen Anime- und Manga-Fans gegangen ist. Es ist wirklich, es hat polarisiert mit einer Idee, die es vorher noch nie gab. Was es durchaus natürlich dadurch interessant macht, weil es eben halt mal eine Idee ist, die es noch nicht gab. Ja. Und viele sich auch stellenweise zumindest anfangs über sehr an Berserk erinnert haben, wo natürlich auch eine gewisse erfreuliche Nostalgie mitspielt. Also zumindest war das bei mir der Fall. Und ja, es ist ein Phänomen. Aber, und es ist auch ein Hype, ein großer Hype. Und vielen Leuten geht ja der Hype auch so dermaßen auf den Keks, dass sie Werke da dementsprechend verfluchen, dass sie existieren. Oder manche wollen zum Beispiel gar nicht, dass es außerhalb der Anime-Manga-Community bekannt wird, weil sie ja so ganz, ganz besonders wertvolle und einzigartige Schneeflöckchen sind. Nun, das ist bei mir eher nicht der Fall. Mir ist es egal, ob es Leute außerhalb gucken. Ich finde dieses Leute außerhalb allein schon irgendwie ein dummer Begriff, weil ich meine, wenn ich Bock habe, kann ich auch einen Comic lesen, ohne der krasse Comic-Nerd-Ultra-Bescheidwisser zu sein, ja. Es ist ein freies Medium, jeder darf es lesen, jeder darf es feiern und jeder darf es auch genauso gut hassen. So, aber darüber wollte ich jetzt gar nicht sprechen. Es ist ein Hype-Phänomen ohnegleichen. Das abgeklungen ist durch diverse Sachen wie zum Beispiel Kase, die ja Attack on Titan lizenziert haben, den Anime, und der kommt bis heute eigentlich nicht raus. Ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand aussieht. Kommt es jetzt im September oder kommt es erst 2017? Und dann eben wieder in so komischen drei Episoden pro DVD oder so? Nee. Also, naja, gut. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Mich interessiert ja eher der Manga. Und den habe ich ja jetzt bis zu Band 15 gelesen. Und ich muss mal ein riesengroßes Lob an Hajime Isayama richten, der Mangaka. Denn er hat hier ein Werk geschaffen, wo ich am Anfang nicht mit dem Finger drauf zeigen konnte, was es jetzt eigentlich wird, in welche Richtung geht es, wird es mir noch gefallen, dauert es zu lang? Und viele Leute haben sich schon beschwert und meinten, der Manga sollte kürzer sein als das, was er jetzt aktuell ist. Ich muss sagen, ich kann es nicht nachvollziehen, diese Argumentation, auch wenn es eine Argumentation ist, die ich durchaus noch vor kurzem hatte, muss ich mittlerweile sagen, gerade so mit den aktuellen 15. Band, also mit diesen 11 bis 15, die ich da gelesen habe, muss ich sagen, Isayama hat
einen Plan. Das ist interessant zu sehen, dass er das nicht einfach stumpf hinkritzelt, sondern wirklich ich ge im Gefühl habe, da steckt ein Plan dahinter. Es gefällt mir irgendwie, dass ich in letzter Zeit öfter herangehende oder ich sag mal zumindest jüngere Mangaka bemerke, die alle so ein bisschen in in das Gedankengut, was die Arbeit und die der ich sag mal der Aufwand auch damit der damit zu tun hat, eben halt diesen typischen Aufwand, den sich ein Eiichiro Oda aus One Piece macht, also wirklich eine Welt zu kreieren mit Details und wirklich auch das von vorne bis hinten plant. Und man merkt es bei vielen jüngeren Mangaka, die, ich nehme mal an, durch One Piece auch stückchenweise beeinflusst wurden. Ich kann es natürlich nicht per se sagen, vielleicht hasst Isayama auch One Piece, das weiß ich nicht. Aber man merkt auf jeden Fall, dass da diese Herangehensweise da ist und das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Zum einen wird versucht, etwas Einzigartiges zu erschaffen, damit man im Markt überleben kann. Natürlich könnte man genauso gut auch mit dem nächsten, mit der nächsten Edgy-Comedy daherkommen und genauso erfolgreich werden, wobei nee, genauso erfolgreich wahrscheinlich nicht mal, aber erfolgreich genug, quasi Safe Play als Mangaka zu machen. Tatsächlich ist es aber auch so, dass viele versuchen, eigene Ideen reinzubringen und Attack on Titan ist wirklich einzigartig, was das angeht. Und ich muss sagen, es wurde immer besser. Es wurde nicht schlechter, wie ich es vielleicht anfangs, kurz mit dem haarigen Affen und so, hatte ich mal kurz diesen Moment, wo ich dachte, oh, jetzt hab ich ein bisschen gespoilert, ne? Ich muss auf jeden Fall dazu sagen, wer jetzt Band 11 bis 15 nicht gelesen hat, sollte ab hier sowieso ausschalten, weil die Gefahr, dass ich Spoiler, ist hier doch dann relativ groß. Ich muss nur sagen, dass ich es sehr, sehr geil finde. Und es wird immer spannender, die Welt wird immer intensiver, es wird immer interessanter, es wird immer detailreicher, man kriegt mehr über diese Welt mit und die Charaktere haben durchleben derzeit eine Entwicklung, das ist wirklich, wirklich sehr geil. Also es lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, falls ihr es noch nicht gelesen habt. So, ab hier würde ich gerne spoilern und noch ein bisschen auf die Bände eingehen, denn es gibt einiges, was ich zumindest besprechen möchte. So, zum einen schlagen wir hier einfach mal Band 11 auf und gucken mal rein. Also, was ich sehr genial fand, und das muss ich wirklich, wirklich so sagen, am Anfang hat es mich gestört. Ich dachte, die Geschichte mit Krista und Ymir, oder wie man sie auch ausspricht, ich denke mal Ymir, ne? Ymir und Krista, diese Kombination, wo fast schon so ein bisschen in die Jojo-Ei-Richtung geht, so ging, oder zumindest so Andeutungen hatte. Die ist mir irgendwann ein bisschen nicht auf den Keks gegangen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, ich weiß nicht so ganz, wo der Mangaka jetzt damit hin wollte oder hin will. Und mittlerweile, was sich daraus entpuppt hat, also ist es wirklich, wirklich gut. Und ich finde es auch passend, dass Ymir einen, ich sag mal, wirklich sehr, sehr hässlichen weiblichen Titan bekommen hat, weil es irgendwie so ein bisschen auch fast schon das innere Selbst widerspiegelt von ihr. Sie ist zwar grundprinzipiell, wirkt sie ein bisschen schroff und so weiter, aber im Grunde ist sie doch eigentlich eine ganz nette, möchte man vermuten, aber letzten Endes, und das fand ich wieder halt so geil, weil das liebe ich an Attack on Titan, die Charaktere sind menschlich, sehr menschlich, fast schon erschreckend menschlich. Ymir hat das Ganze ja mit Krista auch nur gemacht, also quasi es hat ja diesen Schein gehabt, dass sie von ihr mehr oder minder abhängig ist und sie auch beschützen will und bla bla bla. Und letzten Endes hat sie es ja für sich selber getan. Das ist es ja oft. Also sie hat sich im Grunde willentlich selbst belogen, um ein gutes Gefühl zu haben, wie es jetzt zum Beispiel manchen auch bei Spenden machen, was nicht schlimm ist. Das ist wunderbar für die Leute, die diese Spenden brauchen. Aber letzten Endes ist es für viele Leute, die spenden, oft ein Selbstbetrug, etwas Gutes getan zu haben, aber nicht aus dem, aber der Wille, also die, sag mal, die Intention war eine andere, und zwar um sich selber gut zu fühlen, nicht um irgendjemandem anderen in Obdach oder sonst wo zu helfen, sondern nur um sich selber ein gutes Gefühl zu geben. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Auch da kommt das Geld gut an und wird gut investiert. Keine Frage. Solche Leute darf es auch geben und das ist menschlich, tatsächlich. Viele mögen es jetzt vielleicht nicht glauben, aber das ist menschlich. Das
hat bestimmt jeder schon mal irgendwie gedacht oder falls er irgendwie mal so einen Spendenaufruf gesehen hat, oh, da könnte ich jetzt spenden. Ich habe es stellenweise nicht getan, was auch schon irgendwie wieder dumm ist, muss ich zugeben selber. Aber das ist menschlich, wie gesagt, das ist menschlich und das finde ich sehr gut. Ich konnte das sehr gut nachvollziehen, dass Ymir das quasi nur gemacht hat für sie selbst. Und dass dieses Band, das die beiden ja so verbunden hatte, bis vor kurzem gerissen ist und auch Krista jetzt ja mittlerweile unter dem Namen Historia schon länger bekannt ist, weil sie ja eine Reis ist. Die ja dann erschreckenderweise, was sich herausgestellt hat, erschreckenderweise das wahre Königsblut ist, das wahre Adelsblut, die Familie bzw. die Grafschaft oder was auch immer, was es war, Reis, wo sie ja herkommt. Und es ist interessant zu sehen, dass der König, der die ganze Zeit da war mit seinem wirklich widerlichen Blick und so weiter, eigentlich ein Typ war, der mehr oder minder die ganze Zeit gepennt hat und nur ein Ersatz. Double, könnte man fast sagen, für das wahre Königsgeschlecht, die Familie Reis, war. Und er eigentlich nie was zu sagen hatte. Er war einfach auf diesem Thron und sah königlich aus, aber er hatte im Grunde nichts zu sagen. Das fand ich sehr, sehr interessant. Auch diese ganze Thematik mit diesem Fall des Königstums, also zumindest dieses neuen Königs und den Leuten, die quasi im Hintergrund die Fäden in der Hand hatten, ähnlich wie man es zum Beispiel bei Präsident und Republikaner ja annimmt in der Amerika, ging es da ja ähnlich zur Sache und auch dieser Move von Erwin, dass man quasi, oder war es von Pick, von hier, der Kommandant Pixis? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, einer von beiden hatte ja diesen Plan geschmiedet, dass man, während man, also Erwin wurde ja, ich rede jetzt vor allem für die, die den Manga gelesen haben, weil ich will jetzt nicht nochmal alles erklären. Erwin wurde ja mehr oder minder fast schon zu Tode erklärt und an Galgen gehangen und so weiter. Und er hatte nochmal kurz Audienz vor dem König, der aber ja nicht gesprochen hat, sondern nur seine komischen Untertanen da. Dann kam noch diese Szene, wo jemand reingesprungen ist, also ein Mädel war es, glaube ich, und sie meinte, ah, Wall Maria ist gefallen, die Titanen sind, die kommen und bla bla bla. Und daraufhin wollten die ganzen Fädenzieher sich ja nur selber in Sicherheit bringen. Wollen Sina irgendwie schließen, damit keiner mehr durchkommt, dass die Flüchtlinge, so schön auch noch beschrieben, nicht reinkommen, damit sie selbst in Sicherheit sind und der Rest darf ja verrecken. Das ist ja alles in Ordnung dann. Und dann hat sich ja herausgestellt, dass das nur ein Test war, um zu testen, wie der König und seine Gefolgschaft so drauf sind. Und das fand ich, das war so ein geiler Move, das hat mir so gut gefallen. Das war ein Coup d'État in der Tat. Ein wunderschöner Coup d'État. Und ja. Genau. Dann finde ich es wahnsinnig interessant, wie du merkst, dadurch, dass diese ganze Titanengeschichte jetzt erstmal so ein bisschen beiseite gedreht wird, weil es derzeit nicht so akt ist. Es ist natürlich immer noch eine aktuelle Bedrohung, aber derzeit ist es ja einigermaßen sicher. Das Schlimme sind im Moment ja die Menschen gewesen und der Aufklärungstrupp wurde ja mehr oder minder von diesen Untertanen, vom König, mehr oder minder ins sehr, sehr schlechte Bild gerückt. Es wurden ja die, sagt's mir, die Zeitungen, ne, die Journalisten wurden ja bestochen, dass die immer nur Schlechtes über den Aufklärungstrupp und immer nur Gutes über diese erste, was war es nochmal, erste Organisation oder wie sie heißen. Warte mal, ich schau gerade mal, ob ich das jetzt nochmal irgendwo finde, schnell. Ich glaube aber, die werden doch, was, Kommandant, genau, die Rebellenunterdrückungstrupp. Das ist quasi von dieser Polizeieinheit so eine Untereinheit, die eigentlich nicht so viel zu sagen hat, normalerweise, aber tatsächlich schon fast am meisten zu sagen hat, wo unter anderem auch dieser Ackermann, der Typ, der Levi mehr oder minder scheinbar, so kommt es mir zumindest vor, beigebracht hat, was er kann und wahrscheinlich auch schon viel Morde und Folterungen gesehen hat, dadurch der gute Levi. Deswegen ist er auch so ein Stück weit sehr krank. Man hat es auch bemerkt bei der Folterszene, die mir wirklich in Mark und Bein übergegangen ist, weil ich sowas ja überhaupt nicht mag. Aber es hat wunderbar gepasst, es passt zur Welt, es passt zur derzeitigen Situation. Und dieser Ackermann ist ja auch ein ziemliches Arschloch, dass der überhaupt in sowas wie eine Art Polizei unter
Es ist fast schon ein bisschen FBI-mäßig, was wo der da abgeht. Alles so im Hintergrund, die Fäden zieht und die Leute ermordet und so weiter. Das war schon ziemlich krass. Auch auffallend natürlich Ackermann, ne? Die Mikasa heißt ja mit Nachnamen Ackermann, also dass da was passiert ist. Eventuell, dass dieser Überfall, der damals geeignet, also passiert ist, mit wo Mikasas Haus überfallen wurde und ja, sie, also wo ja Eren dann dazwischen gegangen ist und so weiter. Dass da irgendwas vielleicht noch, dass vielleicht sogar der Ackermann selbst irgendwas damit zu tun hat, habe ich schon so ein bisschen in Vermutung, aber noch ist es natürlich nichts, noch sind es natürlich nur Anspielungen. Aber man weiß auf jeden Fall, dass dieser Herr Ackermann und Mikasa natürlich irgendwas gemeinsam haben, wahrscheinlich auch eine Blutbande, nämlich da wahrscheinlich ist sie die Tochter von ihm, geht man mal ganz stark von aus. Und man merkt es auch so an der Art, ne? Levi oder Levi und Mikasa sind sich ja sehr ähnlich, was den Kampf angeht, was die Einstellungen angeht, bis auf die Sache mit Eren natürlich immer. Und ansonsten sind die sich sehr ähnlich, sehr kaltblütig auch. Und dieser Ackermann, er steht dem eigentlich im Nichts nach. Jetzt muss ich nochmal gerade gucken, wie hieß er nochmal? Kenny, genau. Kenny Ackermann. Also, das war schon sehr interessant, das zu sehen. Wir haben quasi drei Psychopathen, die mehr oder minder miteinander zu tun haben, auch quasi von ihrer eigenen Geschichte. Das ist schon mal sehr interessant. Da bin ich auf jeden Fall noch gespannt, was da noch passiert. Dann dieser Wandel, dadurch, dass ja quasi diese Einheit auf auf den Aufklärungstrupp quasi aufmerksam geworden ist und beziehungsweise diese ausschalten wollten mit Gewalt, mit Waffen und mit diesem Manövergear, was sie dann auch bekommen hatten. Auch eine schöne, so ein schönes Detail, sie versuchen ja den Leuten da drin, so gut es geht, die Technik zu entziehen, dass da ja keine Rebellion oder sowas entstehen kann. Aber sie selbst haben innerhalb von nicht mal einem halben Tag ein Manövergear zusammengestellt, ja, neue, und haben Gewehr, richtig effektive Gewehre und so weiter. Das ist schon interessant, so quasi, dass der König quasi jederzeit auf alles zugreifen kann, wenn er will. Also König in Anführungsstrichen, die Leute halt unter ihm. Aber das Volk selber total unterdrückt wird, und wenn die nur irgendwie ein Gewehr erschaffen, dann werden die einfach kurzerhand ermordet. Also das war schon, oh, harter Tabak, so was das angeht. Wie gesagt, ich fand es halt richtig genial, dass der Aufklärungstrupp so langsam wirklich auch in diese Psychopathenphase kommt, weil sie jetzt nicht mehr nur in Anführungsstrichen Titanen töten, sondern jetzt auch wirklich gegen Menschen kämpfen und auch wirklich, wenn sie davor stehen, abdrücken müssen und so weiter. Einer der schönsten Szenen, die auch sehr verstörend war gleichzeitig, war, wo Armin sich ja als Mädchen verkleidet hat und ja von dem einen Typen da so widerlich angemacht wurde. Also er hat sich ja als Christa bzw. Historia verkleidet. Und Alter, die am später, als er dann quasi so realisiert hat, dass sie keine guten Menschen mehr sind, weil sie auch schon Leute getötet haben und so weiter. Diese zwanghafte Lache, wie Isayama die das darstellt, diese Lache, das war einfach unfassbar creepy. Und das hat einfach, ich habe ja erstmal mitgedacht, muss ich erstmal drauf klarkommen, weil das war sehr verstörend. Mittlerweile muss ich aber feststellen, dass es eigentlich die perfekte Szene schlechthin ist und vielleicht sogar in diesem Band meine absolute Lieblingsszene, weil es einfach diese Verzweiflung und dieses krampfhafte Versuchen, irgendwie zu lachen, irgendwie noch was Positives da drin zu sehen, so darstellt. Das ist wirklich für die ja eine ganz neue Erfahrung, allgemein Menschen zu töten, ne? Und wobei es ja auch schon, sage ich mal, eine große Theorie darin gibt, also nicht von Fans, sondern innerhalb der 15, der 11 bis 15, also Band 11 bis 15, ist ja, dass die Menschen, also dass die Titanen eigentlich Menschen sind, ne? Dass die irgendwie zu Titanen gemacht worden wurden oder stellenweise irgendwie durch irgendwas zu Titanen werden. Und dann gibt es die weitere Vermutung, dass sie Eren und also dass sie Eren vor allem entführt haben, um ihn zu fressen. Denn wenn man einen Titan, also einen Menschen, der sich in einen Titan verwandelt kann, der eine Fähigkeit besitzt, frisst von einem anderen Titan, dann übernimmt dieser die Fähigkeit. Das heißt,
Sie versuchen eben halt Eren aufzufressen, damit er diese Fähigkeit, die er besitzt, wieder wandelt. Und hier wird es ein bisschen abstrus und ich kann mir vorstellen, dass es vielen nicht so gefallen hat, weil das Ganze schon wieder so ein bisschen die Bodenständigkeit verliert, die das Ganze ja hatte. Denn es gibt jetzt, sag ich mal, besondere Fähigkeiten, so ähnlich wie ein Haki in One Piece. Und zwar, dass man hat es schon gesehen, die Schwester von Historia hat sie ja manipuliert, indem sie quasi ihre Stirn an ihre Stirn gebracht hat und hat sie dann quasi dazu gebracht, alles zu vergessen, sie zu vergessen und sich erst wieder daran zu erinnern, also an sie zu erinnern, wenn sie sie sieht. Ja, das war schon der erste Punkt, wo man wusste oder wo sie auch schon, wo sie als kleine Historia schon zu ihrer Schwester meinte, oh, ich will mal so werden wie du und sie also natürlich mit ihr so ein bisschen Spaß treibt, aber gleichzeitig merkst du, wie sie in dem Moment total verstört wird und einfach nur meint, nein, bitte, 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 werd nicht so wie ich, bitte bleib so wie du bist, werd nicht wie ich. Und da hat man schon so das ein oder andere Gefühl gehabt. Entweder ist irgendwas mit ihr nicht ganz in Ordnung, also dass sie vielleicht schon gemordet hat und so ein Scheiß, oder aber dass sie ein Titan ist. Und das tut eigentlich nur noch mal bestätigen, da sie ja diese Fähigkeit hat mit diesem mit dieser, ich sag mal, Manipulation. Und ähnliche Manipulation hat tatsächlich auch Eren bewiesen im Kampf gegen die vielen Titanen und den gepanzerten Titanen und den großen Titanen, also hier Berthold und wie hieß er nochmal, der andere? Rainer, genau. Da war es ja so, dass dass Eren auf einmal quasi durch einen Schrei, es wird Schrei genannt quasi die Fähigkeit, die anderen Titanen dazu quasi beordert hat oder gelenkt hat, dass sie die anderen angreifen und quasi die eigene Gruppe in Ruhe lässt. Das fand ich sehr interessant. Es hat halt wirklich so ein bisschen, es verliert ein bisschen die Bodenständigkeit, aber andererseits, wenn man überlegt, wenn es allein schon sowas wie Titanen gibt, ja, dass die vielleicht irgendwie Fähigkeiten haben, die außerhalb des menschlichen Verstandes genutzt werden. Vielleicht ist es auch nur so eine Art Intuition, weil Tiere können ja auch diverse Rufe aussenden und zum Beispiel Anführer und dann folgen die Leute, also die anderen Tiere diesem. Also es ist fast schon ein bisschen animalisch, was ja auch Titanen sowieso sind. Also sie sind ja nicht nur, sie sehen vielleicht menschlich aus, aber benehmen sich eigentlich eher wie Tiere, wie Wildgewordene. Und ja, das fand ich sehr interessant. Das war eine interessante Herangehensweise, was mir der Manga einfach noch spannender macht, weil wir haben jetzt quasi zwei Dinge quasi. Also Attack on Titan besteht jetzt aus einem Fantasy-lastigen und einem sehr bodenständigen, realistischen Mittelalter-Setting. Und was ja eigentlich vorher schon der Fall war, nur jetzt ist es noch mehr quasi gespalten worden. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele nicht mögen. Ich muss sagen, ich feiere das ziemlich. Ich finde das richtig cool. Und ich bin gespannt, was noch so passieren wird. Also wie gesagt, ich liebe es, dass die Charaktere mittlerweile einen Werdegang durchleben, der vielleicht nicht ganz positiv ist, aber eben halt zu diesem Leben, was sie da derzeit führen, einfach dazugehört. Und es ist natürlich erschreckend zu sehen, es ist auch krass, wie weit Levi und die andere da, die immer an den Titanen gedoktert hat, gegangen sind, was zum Beispiel die Foltermethoden anging und so weiter. Und auch, wie sich zum Beispiel ein, wie hieß er denn nochmal? Also eine schöne Entwicklung ist auch Jean, genau, Jean, wie er nach und nach versucht, Levi nicht zu, doch ein Stück weit zu beeindrucken, indem er sich quasi einem Wandel vollzieht, wo wir jetzt nicht wissen, ob das in eine gute Richtung geht oder nicht. Was ich mir so, also da gab es ja diesen einen Typen mit diesem Pilz, mit dieser Pilzkopffrisur, wo er da schon fast gedroht hat, eigentlich zu ermorden, wo es ja eigentlich, wo ich in dem Moment eigentlich gedacht habe, der killt den jetzt, der ist jetzt wahnsinnig geworden, aber dann hatte es ja doch einen eher vertrauensaktmäßigen Hintergrund, was ich sehr gut fand. Also sehr interessant, es war sehr spannend auch aufgebaut. Also allein diese Interaktion zwischen den Charakteren und den Menschen untereinander ist sehr spannend und richtig gut inszeniert. Also
Ich feiere das wirklich, wirklich, wirklich hart. Das ist richtig genial gemacht. Und wer mir ein bisschen Sorgen macht, muss ich sagen, ist der gute Armin, weil ich habe das Gefühl, dass da es noch wohin führen wird, was ziemlich hässlich werden kann. Ich habe im Moment nur Vermutungen, dass ein Armin irgendwann mal total ausrastet, eventuell selber noch mal zu einem Titanen wird oder vielleicht schon immer einer war, was auch immer. Man weiß ja noch gar nichts oder vielleicht dieses Serumkrieg, was der Vater gekriegt hat. Der übrigens, oh, da können wir auch mal kurz anhaken. Das ist nämlich das Letzte, was man in Band 15 sieht. Also quasi als der Herr Reis und die Christa sag ich schon, die Historia Ehren berühren, kriegt er quasi so ein Vergangenheitsflash, wo er nochmal alles durchlebt, beziehungsweise sieht, was damals passiert ist in dieser Kirche, ne, wo die Familie Reis sich ja zum Beten getroffen hatte, wo dann ja scheinbar, also laut der Theorie innerhalb des Manga, ein Titan aufgetaucht ist, der da scheinbar dann die Kirche zerstört hat, weil Diebe können es ja nicht sein. Es ist immerhin eine Kirche zu Bruch gegangen, nicht nur ein Fenster, sondern eine ganze Kirche. Und es wurde auch nichts geklaut, also nichts Wertvolles. Und da nimmt man an, dass es ein Titan war. Und dann hat man in diesem Flashback ganz am Ende gesehen, dass er von seinem Vater irgendwie gezwungen wurde, auf den Boden gedrückt wurde und er hat ja diese Spritze gekriegt. Das hat man ja immer mal wieder quasi in Flashbacks erlebt, wo er so geträumt hat oder so. Und das Krasse finde ich halt, dass das von der Reihenfolge her, von ich sag mal von der zeitlichen Reihenfolge, verstört mich das gerade im Moment sehr. Denn, also zum einen ist Eren noch jung. Eren wird zum Titan, ja. Und dieser Titan ist auch noch sehr jung. Also es ist ein sehr junger Titan. Man sieht es auch so von der Größe, von dem Aussehen her. Es ist halt ein junger Ehrentitan, kann man sagen. Und das nächste Bild, was man sieht, ist der abgetrennte Arm. Beziehungsweise also ich denke mal, es ist ziemlich klar, dass Eren seinen Vater gefressen hat. Als Titan. Denn oftmals können die Titanen, das hat auch Ymir und das hat auch, glaube ich, Reiner, hatten das in der Thematik, als sie Historia und, nee, nicht Quatsch, als nicht Historia, als sie Eren entführt hatten, haben sie ja darüber gesprochen, dass sie manchmal Leute fressen, ohne es zu realisieren, dass es irgendwie einfach so dazukommt und später können sie sich gar nicht mehr daran erinnern, dass sie diverse Leute gefressen haben. Das wissen sie dann gar nicht mehr, können sich gar nicht mehr daran erinnern. Und das scheinbar auch mit Ehren passiert zu sein, denn er kann sich an vieles nicht erinnern. Und ich glaube, das ist so ein Nacheffekt irgendwie, oder so ein Nebeneffekt von diesem Titan-Dasein, dass man viele Dinge irgendwie vergisst oder dass das Gehirn da irgendwie einen Streich spielt. Und ja, er hat ja seinen Vater gefressen. Das ist jetzt halt so die Frage, weil das war ja damals. Und man hat ja später noch gesehen, dass der Vater bei diesem. Dass ich jetzt nichts Falsches sage, aber der Vater ist doch, nachdem dieser Titaneinbruch kam mit dem großen kolossalen Titan, ist der doch irgendwie vorher, glaube ich schon, bevor das passiert ist, also ich lag einen Tag vorher oder ein paar Stunden vorher, ist der ja schon ab. Man hat ihn ja noch gesehen, er hat gelebt und er ist weggegangen. So. Aber dann macht es ja gar keinen Sinn, dass Eren ihn gefressen hat, weil dann wäre er ja tot, vor allem noch in jungen Jahren, da war Eren ja noch klein. Und wir haben ihn ja später noch gesehen. Das ist im Moment ein ganz großes Mysterium, was ich nicht verstehe. Ein anderes Mysterium, das ich gerne geklärt haben würde, ist die Tatsache mit dem haarigen, also diesem ganz behaarten, fast schon Gorilla-ähnlichen Titan. Was der für eine Rolle spielt und warum der, ich sag mal, reden kann, eine Intelligenz hat, aber scheinbar überhaupt kein Mensch ist in dem Sinne, sondern scheinbar wirklich ein Urtitan. Was der damit zu tun hat und warum der auch für Dingens hier, für Berthold und Reiner irgendwie scheinbar wichtig sind. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Der ist mir auch noch ein Rätsel. Aber was man auf jeden Fall weiß, ist, dass er wahrscheinlich auch diese Schreifähigkeit hat. Dieses, jemanden dazu bringen, also die Titanen dazu zu bringen,
Folge zu leisten, irgendwo hinzulaufen und so weiter. Hatte ja die weibliche Titanin, die gute Annie, hat es ja auch irgendwie gehabt, aber da hat sie sich ja eher fast schon auffressen lassen selber. Also von daher weiß ich jetzt nicht, ob das. Das war, glaube ich, wahrscheinlich eine andere Fähigkeit. Ich denke nicht, dass das Schrei war oder die Koordinate, wie es ja auch genannt wurde. Aber nun gut, das, wie gesagt, das ist Spekulation, über den wissen wir einfach so wirklich noch gar nichts. Vor allem, der ist ja auf diese Mauer geklettert und hat da Steine geworfen. Und wo ist er jetzt? Ich meine, gut, dass der tagsüber nicht so laufen kann oder so, das wissen wir ja, ne? Tagsüber sind die. Nee, nachts sind die ja eigentlich nicht so wirklich aktiv, aber er konnte verdammt gut laufen und klettern. Also scheint ihnen das auch nicht so. Ja, es ist auf jeden Fall interessant. Der Behaarte gibt mir auf jeden Fall noch diverse Fragen auch. Das wissen wir noch nicht. Und dann gab es noch was. Genau. Rainer und Berthold, es sind sowieso noch ein Mysterium schlechthin, weil die gar nicht so viel beantwortet haben, wie man vielleicht gerne hätte. Aber eins haben sie zum Beispiel erwähnt, dass sie wieder zurück in in ihre Heimat wollen und dazu scheinbar Ehren brauchen. Da muss irgendwas sein in dieser Heimat. Da muss irgendetwas sein, wofür sie Ehren brauchen und vielleicht auch seine Fähigkeit. Aber die Frage ist, welche Heimat? Gibt es nochmal sowas wie Walmeria, Walsina und so weiter? Nochmal wo irgendwo anders, auf der anderen Seite der Welt? Oder ich weiß es nicht, man weiß es nicht. Man wird es irgendwann herausfinden. Und ich bin froh, dass es noch hoffentlich wirklich schön, schön lange weitergehen wird. Denn ich finde, Attack on Titan ist ein Werk, wo viele gedacht hatten anfangs, das Ding ist ein Hype-Werk, ja, das wird irgendwann dann sein Ende finden, der wird nichts mehr wissen, der wird keinen Plan mehr haben. Und meiner Meinung nach hat zumindest für mich Isayama bewiesen, dass er einen Plan hat, dass er weiß, wohin die Reise führt, dass er noch einiges vorhat und dass er noch einige Mysterien absichtlich unbeantwortet gelassen hat, damit er noch Futter hat, dass er das auch meiner Meinung nach ziemlich gut macht, dass er immer mal wieder etwas lüftet, dass man dran bleibt, dass es immer wieder neue Arcs, Geschichten gibt, die interessant sind, die spannend erzählt wird, die nicht vor allem hektisch sind. Auch sowas, was wahrscheinlich viele, ich sag mal auch gerade jüngere Leser oder ich sag mal aus der aktuellen Generation, sag ich mal, vielleicht abschreckt, ist, dass es ist sehr slow pacing, das Ganze. Die Geschichte, der Aufbau, die Charaktere, das Erklären der Charaktere, der Werdegang der Charaktere ist alles sehr, sehr zäh, könnte man sagen, wenn man es bös formulieren würde. Ich für meinen Teil mag sowas aber sehr, weil es sich dadurch mehr Zeit nimmt, die Welt zu erklären, die Charaktere zu erklären und auch dadurch, es ist viel zu lesen und die Charaktere reden viel. Aber mir ist es ehrlich gesagt lieber so, denn dadurch sind zum einen die Action-Szenen wertiger, meiner Meinung nach, weil das eine gute Abwechslung darstellt. Und zum anderen, wie gesagt, erklärt es die Charaktere dadurch besser. Du lernst sie besser kennen. Und im Moment dieser Werdegang, es ist einfach Wahnsinn, das zu verfolgen. Und ich habe direkt sag ich schon, Band 11 bis 15 habe ich in einem Stück durchgelesen, weil es mich einfach so dermaßen gereizt hat. Und ich bin gespannt, wie es in Zukunft noch aussieht. Was fandet ihr so geil in den aktuellen Bänden? Habt ihr da irgendwie was Favoritmäßiges? Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich werde auch noch mal oben in eine Spoilerwarnung reinhauen, damit die Leute da keine Angst haben, das irgendwie das anzuklicken oder so falsch anzuklicken. Dann könnt ihr auch unten in die Kommentare dementsprechend Spoiler zu Band 11 bis 15 schreiben. Die Leute, die das noch nicht gelesen haben, sollten es dann halt mal tun. Und ja, in diesem Sinne, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich musste es einfach loswerden und ey, ich muss sagen, es hat sich echt zu einer meiner absoluten Lieblingsmanga entwickelt, gemausert. Ich liebe diesen Manga. Egal ob Hype oder nicht Hype, ist mir egal. Das Ding hier fing an mit einem Hype und meiner Meinung nach ist es im Moment mehr als das. Es ist viel mehr als das. Es versucht viel mehr zu sein als nur den Hype. Es versucht diesen Hype zu übertrumpfen, indem es eine Wertigkeit darstellt. Und obwohl dieser Manga in einem Shonen-Magazin erscheint und es quasi dadurch unter die Kategorie Shonen fällt, ist es meiner Meinung nach ein unfassbar guter Seinen-Manga mit einem Hauch von
schonen Einfluss, was nicht verkehrt ist, liebe Leute. Auch ein Berserk hat einen kleinen Einfluss von Shonen, gerade was die Arcs angeht, ist das sehr Shonen-typisch, typisch aufgebaut. Und auch so ist das mit hier Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Ich liebe es. Isayama, mach bitte weiter, mach weiter spannende Geschichten. Ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Und Carlsen, schön immer weiter mit diesen tollen Boxen machen. Das ist sehr geil. Das ist einfach nur mit Abstand die qualitativsten Boxen hier auf dem Markt. Kann man so festhalten. Carlsen ist top, was das angeht. So, genug geredet. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bin der René von der Maison Manga und ich sage Ciao. Bye, bye.